In dem Park haben wir da jetzt eine Höhle gefunden mit einem kleinen Eingang. Punta de Tenno ist der westlichste Punkt von. So, wir machen jetzt was Verbotenes, das dürfen wir nicht. Aber wir haben unseren ersten Stopp, Las Teresitas. Wir fahren jetzt im Nationalpark zum Vulkan Teide. Das ist der dritthöchste Vulkan auf der Erde. Hola, que pasa amigos? Guten Morgen. Hallo zusammen auf unserem Kanal. Wir sind gerade in Teneriffa. Wir sind gestern am Morgen angekommen. Wir haben uns gestern schon einen Roller ausgeborgt. Und heute geht's los. Wir besuchen den Nordosten der Insel. Wir sind von Puerto de la Cruz gestartet und haben uns auf den Weg gemacht Richtung Teresitas. Ein Strand im Nordosten der Insel. Wir fuhren gleich mal auf die Autobahn und sind circa eine Stunde gefahren. Wir haben unseren ersten Stopp, Las Teresitas. Schau, wie schön es hier. So, wie gesagt, erster Zwischenstopp am Las Teresitas, am wunderschönen Strand. Jetzt gönnen wir uns einmal ein gutes Bier. Zum Wohle, Schatze. Hau rein. Das Bier schmeckt richtig geil da. Dann ging es aber über das Anaga-Gebirge Richtung Norden zum Strand Benio. Wir waren sprachlos, als wir über den Pass gefahren sind. Die Berge, die Kurven, die Natur, es schien nach der perfekten Ausfahrt zu sein. Oben am Pass machten wir eine kurze Rast und genossen das Panorama. Und ich habe meine Drohne steigen lassen. So, wir sind jetzt da über die Berge gefahren. Wir sind jetzt im Nordosten, im Benio. Strand- und Küstenregion, wunderschöne Felsformationen, schaut hervorragend aus da, schaut's einmal. Playa Rock de las Botegas ist ein verstecktes Juwel auf Teneriffa. Mit seiner einzigartigen Landschaft und entspannten Atmosphäre ist dieser Strand und Felsen definitiv einen Besuch wert. Es gibt hier einige Restaurants und Bars direkt an der Küste, die sehr preiswert sind und zum Verweilen einladen. Wir haben uns nach dem Frühstück auf den Weg gemacht für eine Tagestour mit dem Roller in die Region Tenno. Entlang der Küste verlief die Autobahn und wir fuhren circa eine Stunde bei schönem Wetter. Punta de Tenno ist der westlichste Punkt von Teneriffa. Wir konnten mit dem Roller nicht direkt hierher fahren. Wir sind mit dem Bus dann hierher gefahren, die letzten 5 Kilometer circa. Die Fahrt hat 2 Euro gekostet und die Felsformationen und die Aussicht hier ist atemberaubend, richtig geil. Und da drüben gibt es jetzt noch einen Leuchtturm, den werden wir uns ansehen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Punta de Tenno zu einem Zufluchtsort für Piraten, die die Gewässer der Kanarischen Inseln durchstreiften. Die steilen Klippen und verborgenen Buchten dienten als perfekte Verstecke für ihre Schiffe und ihre Beute. Danach ging es zurück mit dem Bus und wir fuhren mit dem Roller weiter in Richtung Buena Vista. Wir sind jetzt bei einer christlichen Kirche angekommen, Remedios, die ist in Buena Vista. Das ist nur 10 Minuten von dem Leuchtturm entfernt. Die Tür war offen und wir besuchten die Kirche. Ich konnte es nicht lassen und musste meine Drohne starten. Wir fanden für uns den Stopp genial, da wir schon einen Hunger hatten. Der Ort liegt direkt an der Küste und sieht von oben richtig nice aus. Wir waren überrascht, wie günstig dieser Ort war oder beziehungsweise dieses Café. Ich habe mir 2 Säfte bestellt plus einen Toast, Niki hatte 3 Bier und wir bezahlten 14 Euro. Es ist kein Must-to-do, aber zum Essen auf jeden Fall der Hit. Danach ging es zur schönsten Schlucht auf Teneriffa, Masca. Wir fuhren über die genialen Serpentinen ca. 40 Minuten auf eine Höhe von 1000 Meter. Inmitten der zerklüfteten Berglandschaft verbirgt sich ein verstecktes Juwel, der Mirador de Masca. Als wir schließlich den Parkplatz erreichten und vom Roller stiegen, wurden wir sofort von einer atemberaubenden Aussicht überwältigt. Wir genossen für eine Weile den Ausblick und konnten es gar nicht fassen, wie schön diese Insel ist. Wir blenden euch noch die Tagesroute ein. Wir können diese Tour nur jedem empfehlen.
ein absolutes Muss und für jeden erreichbar. Einen wunderschönen guten Morgen aus Puerto de la Cruz aus Teneriffa. Heute starten wir gleich einmal mit einer Roomtour. Wir sind hier im Eden Hotel. Schaut, wir haben hier 600 Euro bezahlt für das Apartment. Das ist unser wunderschönes großes Wohnzimmer. Ein Fernseher haben wir, Internet ist da, der Balkon ist da draußen, da ist unser kleines Büro. Dann haben wir da eine super große Küche, auch hervorragend, alles hier. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir da einmal ein sehr großes Bad mit Regendusche, alles was das Herz begehrt, sogar ein kleines BD. Wir haben es zweckentfremdet, wir benutzen es zum Wäschewaschen und dann geht es hier in unser Schlafzimmer. Heute ist sogar einmal aufgeräumt, nicht so wie beim letzten Mal. Und hier geht es auf unseren wunderschönen Balkon. Mehr Blick haben wir leider keinen, aber es ist hervorragend hier und die Sonne scheint den ganzen Tag. Wir fahren jetzt im Nationalpark zum Vulkan Teide. Das ist der dritthöchste Vulkan auf der Erde von Meeresboden. Los geht's! Wir haben uns am nächsten Tag auf den Weg gemacht und fuhren wieder über spektakuläre Serpentinen. Wir fuhren circa eine Stunde auf eine Höhe von 2100 Meter. Für alle Motorradliebhaber ein absolutes Muss. Die Straßen sind in einem perfekten Zustand. So, wir sind jetzt im Nationalpark angekommen am Vulkan Teide. Der liegt auf 3715 Meter. Das Wetter hier heroben sehr kühl und windig. Nehmt eine Jacke mit und einen Pullover, sonst werdet ihr frieren. Ja, der Shop hier drinnen extrem überteuert. Das Essen, so ein kleines Weckerl, 5, 6 Euro. Das Bier ist günstig, das kostet nur 3 Euro. Wenn ihr mit der Gondel rauffahren möchtet, müsst ihr euch online ein Ticket reservieren. Und wenn ihr ganz raufwandern wollt, braucht ihr eine Genehmigung. Und es sind nur maximal 200 Menschen pro Tag erlaubt. Danach ging es weiter zum bekannten Ausbruchsort Mirador Narices. Wir fuhren den langen, flachen Plateau entlang und kamen an der Straße an, wo früher die Lava hinunterfloss. Wir sind jetzt im Nationalpark, hinter mir ist der Teide-Vulkan. Der letzte Ausbruch war 1909 und dahinter mir sieht man die zwei Ausbruchpunkte. Ich habe es riskiert und bin mit der Drohne bis zum Kraterrand geflogen und habe hineingezoomt. Ich war auf maximaler Höhe mit der Drohne. Es haben am Schluss vielleicht 20 Meter gefehlt für den Hauptkrater. Aber seht selbst, der Mirador de las Narices de Teide ist einer der spektakulärsten Aussichtspunkte auf Teneriffa. Er liegt auf einer Höhe von etwa 2200 Meter. Danach ging es nach Buleta. Es lag am Weg. Wir fuhren die lange Straße durch die Lava zurück und schauten uns die Berge aus der Ferne vom Roller an. Als wir dort ankamen, machten wir eine Rast und holten uns was aus der Kantine. Ich ließ die Drohne fliegen und wir genossen die riesigen Felsen aus der Ferne zu betrachten. Der Name Ruleta stammt angeblich von einer alten Tradition. Einheimische rollten große Steine den Hang hinunter und setzten darauf, auf welchem Feld der Stein landen würde. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, der Name ist geblieben und verleiht dem Aussichtspunkt einen gewissen Charme. Danach ging es zurück nach Hause, wo wir durch eine Wolkendecke gefahren sind. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und auch diese Tour ist ein absolutes Muss. Und sie ist in einem Tag zu absolvieren. Drago Millenario, so heißt der Baum hier. In dem Park haben wir da jetzt eine Höhle gefunden mit einem kleinen Eingang und da hinten ist eine Mumie drin gelegen. So, wir machen jetzt was Verbotenes, das dürfen wir nicht, aber ich will euch das zeigen, da liegt eine Mumie. So, bis auf den Baum und die Mumie in der Höhle ist eigentlich relativ unspektakulär da, keinen Besuch wert, außer jemand mag den Baum sehen. Wenn ihr hierher kommen möchtet, dann könnt ihr euch den Eintritt eigentlich sparen. Daneben ist gleich ein Restaurant, da sieht man genau dasselbe. Und ja. 5 minutes later. Wir haben heute einen Abstecher in den Loro Tierpark gemacht. Eines der besten Attraktionen, die wir hier auf der Insel gesehen haben. Super geil hier, wirklich empfehlenswert. Schaut's vorbei und schaut euch das an. Und jetzt kommt unser Highlight, der Loro Tierpark.
Der Loro Park auf Teneriffa ist eine der bekanntesten Attraktionen auf der Insel. Ursprünglich als Papageienpark gegründet, hat er sich zu einem der größten Tierparks der Welt entwickelt. Es gibt hier so viele Tiere: Orcas, Delfine, Seelöwen, Pinguine, Quallen, Löwen, unzählige Vögel und vieles, vieles mehr, aber seht selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Plätze auf der Insel zeigen. Absolut zum Empfehlen, kommt vorbei, schaut es euch an. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen. Schaut unsere anderen Videos an. Herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.